Mir macht es jetzt auf jeden Fall Freude, Sie mit dem Ernst meines Amtes einer alten Tradition des Handwerks folgend von den Bindungen des Lehrvertrages freizusprechen und Sie im Gesellenstand herzlich zu begrüßen. Herzlichen Glückwunsch zur bestandenen Prüfung und alles Gute für Ihren weiteren Berufsweg im Handwerk. Heute hier, um die frisch gebackenen Gesellen und Gesellen von den Bindungen ihres Lehrvertrags freizusprechen. Es kommt eigentlich von früher. Ganz früher war ja das Verhältnis zwischen dem Lehrherrn und dem Lehrling noch ein anderes als heute. Da war es ja sogar so, dass der Auszubildende früher das Lehrgeld, das man sich ja manchmal sprichwörtlich wiedergeben lassen soll, wenn was nicht geklappt hat, bezahlen musste. Er wurde nicht bezahlt, sondern er musste zahlen. Die Zeiten sind Gott sei Dank lange vorbei. Aber damals war es eben so, wenn er dann eben das abgeschlossen hatte, dann wurde er von diesen Bindungen an seinen Lehrherrn freigesprochen. Und das ist beigeblieben. Aber wir sind natürlich, was das Verhältnis des Arbeitgebers zum Arbeitnehmer, des Lehrherrn zu seinem Auszubildenden angeht, doch heute definitiv im 21. Jahrhundert angekommen. Ich habe während meiner Lehrzeit viel gelernt. Das Fachliche, die Techniken und natürlich die Werkstoffe, die für meinen Job wichtig sind. Ich habe aber auch gelernt, wie ich mit meinen Kollegen und meinem Chef umgehen sollte, wie ich mich bei der Kundschaft verhalte, wie ich meinen Tag so organisiere, dass ich pünktlich bei der Arbeit erscheine und die Aufgaben in der Berufsschule erledigen kann, um dann noch Zeit für meine Freunde und Hobbys zu finden. Ja, herzlich willkommen. Wir freuen uns, dass Sie heute hier sind, dass Sie heute hier unser Gast sind. Dass Sie den jungen Damen und Herren hier die Wertschätzung zukommen lassen mit Abschluss Ihrer Ausbildung. Dass Sie jetzt freigesprochen werden. Sie sind Spitzensportler, Botschafter des Rennsports, mehrfacher deutscher Meister, mehrfacher Teilnehmer der Tour de France. Ja, ich wollte den jungen Gesellen und Gesellen, die ihre Abschlussprüfung jetzt bestanden haben, mal so ein bisschen so die Parallelen aufzeigen zwischen Radsport und ihrem Berufsleben. Was es bedeutet, sich durchzukämpfen, mal mit Niederschlägen, also mit Tiefschlägen, mit Niederlagen umzugehen und wie man dann wieder hochkommt. Also für mich war es immer extrem wichtig, ein Ziel vor Augen zu haben und da zielstrebig darauf hinzuarbeiten. Daran zu denken und mich daran zu motivieren. Und im Endeffekt ist das ja so auch, wenn ich jetzt ein Projekt habe, wenn ich als Tischler, wenn ich irgendwas baue, dann muss ich immer dran denken, wie das wird, wie es hinterher aussehen soll und was ich vielleicht auch schon vorher mal geschafft habe, für tolle Sachen gebaut habe. Das eben nicht selbstverständlich beruflich und gleichzeitig ehrenamtlich Leistung auf höchstem Niveau abzuliefern. Und es ist toll, dass so viele junge Menschen Arbeit und Ehrenamt miteinander verknüpfen. Viel mehr, als man vielleicht gemeinhin glaubt. Wir waren zumindest in der Jury stark beschäftigt. Hier steht drauf: Förderpreis Junges Handwerk im Kreis Steinfurt 2017. Der Name ist eingraviert: Tom van Goor. Kreissparkasse Steinfurt, Kreishandwerkerschaft Steinfurt-Wagendorf. Das ist außergewöhnlich, Herr van Goor. Und ich freue mich, Ihnen diesen Preis überreichen zu dürfen als Anerkennung. Herzlichen Glückwunsch! Es geht eben darum, Menschen auszuzeichnen, die mehr machen als das, was man sowieso macht. Ich sag mal, den Beruf, den man erlernt hat oder den man erlernt auszuüben, ist das eine. Das ist manchmal schon Arbeit genug. Aber es gibt eben einige, denen das nicht genug ist und die sich eben auch für andere in ihrer Freizeit einsetzen. Und das sind, meinen wir und meint eben auch die Kreissparkasse mit uns, müsste man eben auch ehren. Und das tun wir dann eben im Rahmen der Veranstaltung heute. Ja, das ist mal ganz nett. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich wusste bis vor kurzem noch nicht mal, dass es diesen Wettbewerb gibt, aber ich finde es mal ganz nett, dass sowas auch mal gewürdigt wird. Ich habe da auch nur durch Zufall über unseren Bürgermeister erfahren und er sagte, ob ihr mich da nicht auch mal anmelden sollte, mich vorschlagen sollte. So, ja, ich habe mir da aber nicht großartig was bei gedacht, also da was mal rumkommt. Und als dann der Brief kam, dass ich dann doch einer der drei Preisträger bin, hat mich doch sehr gefreut. Ich kann nur selber empfehlen, sich ehrenamtlich zu engagieren. Also ich finde, das macht sehr viel Spaß, deswegen mache ich es ja auch. Man trifft auch mal andere Leute, die man sonst noch nicht trifft. Und man kriegt auch eine gewisse Dankbarkeit wieder. Und dann so einen netten Preis ist ja auch mal eine ganz nette Sache. Ja, erstmal viel Erfolg weiterem Berufsleben. Also der erste Step ist gemacht. Ich hatte es vorhin verglichen mit so, der Profivertrag ist unterschrieben. Jetzt kann man anfangen zu arbeiten. Da ist man aber noch nicht zu Ende, sondern man will ja auch weiter. Und man kann ja auch doch den Meister machen und noch vieles andere. Also da, man muss sich weiter fortbilden. Das ist jetzt der erste Step. Dazu gratuliere ich erstmal und weiterhin viel Erfolg im Berufsleben. Und vielleicht sieht man sich nochmal auf so einer Meisterfeier.